Sehr nice. Aktiviert. Ihr habt 10 Sekunden, um das Rätsel zu lösen. Hier hat ja keiner was gegen eine kleine Herausforderung, oder? 7, 6, na los, das schaffen wir. 3, 2. Sind Rätsel eigentlich immer so gefährlich? Oh, das gehört alles zum Spaß dazu. Beeindruckendes Design. Wo immer du bist. Kein Grund, so zu schreien, die Herren. Diese Rätsel sollen das Gehirn trainieren, nicht die Lunge. Was ist das? Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Alexander, habe ich recht? Ja, oder Caduceus, wie du magst. Wie sollen wir dich nennen? Mich. Ich habe viele Namen, Euer Majestät, aber ein einfaches Sphinx wird genügen. So lasst mich nun die Erste sein, die euch im Eispalast willkommen heißt. Ich bin die Gastgeberin der heutigen Feierlichkeiten. Das ist gut. Bist du für die Organisation zuständig? Uns wurden kostenlose Souvenir-Quietsche-Entchen beim Check-in versprochen und ich will daraus auch keine große Sache machen, aber wir haben keine bekommen. Die warten bereits bei eurer Frau und eurer Tochter. Weißt du, wo sie hin sind? Das sollte ein Abenteuer für die ganze Familie sein. Und ich kann mich erst entspannen, wenn alle beisammen sind. Die andere Hälfte eurer Familie wurde zur Spitze dieser großen, verschlungenen Festung gebracht. Dort werden sie sicher verweilen, bis ihr... korrigiere? Falls ihr das Zentrum des Labyrinths erreicht. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe das Sommerknister-Sparpaket für 4 gebucht, glaube ich. Oh, natürlich, Euer Majestät. Ich gebe der Rezeption umgehend Bescheid. Dürfte ich bis zur Klärung der Sache vorschlagen, dass ihr weiter zum Zentrum vorrückt? Es liegen ein paar fantastische Rätsel vor euch. Nun, 1 oder 2 können sicher nicht schaden. Klingt das gut, Alexander? Habe ich eine Wahl? Hier entlang, mein Herr. Beeilung. Dieses Rätsel ist schwierig, aber ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Also gut, so, das sollte Spaß machen. Du musst wissen, dass ich an die 4 großen E des Rätsellösens glaube. Experimentieren, Einfallsreichtum, Erledigen und Erleuchtung. Können wir nicht einfach ein paar Dinge ausprobieren und sehen, was funktioniert? Nein, 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 Alexander. Wir arbeiten nicht nach dem Versuch- und Irrtum-Prinzip. Sieh zu und lerne. Okay, irgendwie ziemlich gruselig, die Angelegenheit. Ich weiß ja nicht, irgendwie, sehr mysteriös alles. Ich glaube, wir können einfach rüberlatschen, oder? Einmal ansprechen. Auch einen guten genau. Tag, Madame. Und jetzt einmal an der Tür rütteln. Und es geht. Scheiße. Entschuldige die kalte Schulter. Fortsetzen. Ist nicht passiert. Ah, ich verstehe, wir müssen eine Verbindung von vorne nach hinten. Aber wie soll das gehen? Wir haben ja irgendwie keinen Zugriff darauf. Waren es 3 oder 4 E? Experimentieren, entflammen und entledigen. Moment, schreibt man entledigen mit E oder mit Ä? Okay, das hilft schon mal nicht weiter. Einmal hier nach hinten gucken. Gut, das hilft auch nicht wirklich weiter. Oh, stimmt, ich habe den goldenen Pfeil. Was er mir jetzt bringt, ist halt die Frage. Bringt mir im ersten Moment jetzt erstmal gar nichts. Ich muss es ja doch bestimmt irgendwie verschieben, die Platten. Aber wie? Und aber mit der Reden macht wahrscheinlich keinen Sinn. Auch einen guten Tag, Madame. Okay. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Hier bei Ihnen nochmal. Er will den also auch nicht haben. Hey Erzeuger, hast du schon was raus? Nein, also ja, also ich bin mir da unsicher, ob man das was raus nennen kann.
Das Einzige, was ich bisher raus habe, ist, wenn man hier rauf tritt. Dass dann halt eine Energie oder so fließt. Ah, okay. Hätte mir das gleich jemand gesagt, hätte ich es hingekriegt. Also, muss ich ganz klar sagen. Ah. Eines der schwierigsten Rätsel. Sagen wir es mal so. Dadurch, dass man dann halt wusste, auf welche Platte man musste, war es jetzt relativ leicht. Okay, jetzt muss das ja gehen. Überlebt, sehr schön. Okay, verschwinden wir von hier. Ich wünschte, im Labyrinth gäbe es Trophäen. Wieso will eure Generation für alles Belohnungen? Man bekommt keine Belohnung für alles, was man tut. Unglaublich. Ihr habt das einfachste Rätsel gelöst. Bereit für ein weiteres? Okay, es war das einfachste. Ich bin bereit für jedes Rätsel. Willst du mal? Mir reicht es, vom Besten zu lernen. Ich will nicht den ganzen Spaß für mich. Aber gut. Okay. Ach man, das ist ja äußerst interessant. Oh. Irgendwas ich weiß, an diesen Wächtern kommt mir bekannt vor. Das ist keine Beschwerde, aber die eisige Temperatur hier könnte sich auf die Bewertung auswirken. Okay. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie, irgendwie kommt mir unser eigener Sohn verdächtig vor. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie... Alles cool, ich bin total gechillt. Oh, das war ein Wortwitz. Die zweitschlechteste Art von Humor. Der Schnee muss ja weg. Krieg ich den hier weg? Geh ich irgendwie noch ein Stück nach hinten oder so? Nee. Vielleicht ist die Einfachheit an diesem Rätsel... Ach nee, na klar, oh, ich bin ja dumm. Ich wette mit dir, der Weg geht einfach so. Okay, da hätte ich... Ich sag's mal so, da hätte ich früher drauf kommen können. Bin ich aber nicht. Okay, okay, es war nicht so schwer. Geschafft! Siegestanz! Komm schon, Alexander. Du bist nicht zu alt, mit deinem Vater zu tanzen, oder? Ich tanze in meinem Kopf. Ein andermal. Das wird schon. Alexander brauchte nur einen kleinen Anstoß, um Rätsel zu mögen. Ich fand, er sollte für all die Rätsel trainieren, denen er sich als König stellen musste. Wieso versuchst du dich nicht an dem hier? Rätsel sind nicht so mein Ding, aber ich versuch's. Das wird schon, du stammst von legendären Rätsellösern ab. Und los. Aus! Weiter, das machst du toll. Ah, Mist! Du denkst zu viel nach. Hier, ich zeig's dir. Mach du mal. Okay, das wird ja... mal wieder sehr interessant. Okay. Es ist dadurch, dass uns der Weg da praktisch gewiesen wird, gar nicht so schwer. Okay, das war sehr einfach. Jetzt haben wir den Dreh raus. Wow, es ist toll, zwei der Besten aus Daventry in Aktion zu erleben. Der nächste Raum benötigt eine gute Teamkommunikation. Sicher ganz leicht für euch. Okay, wir machen das zusammen. Entspann dich und begib dich in deine Rätselzone. Aber klar, Papst. Mir gefällt unser Sohn nicht. Muss ich ganz klar sagen.
kein netter Junge irgendwie. Also unsympathisch, TV. Was? Vielleicht so. Bin ich die Sache falsch angegangen. Nicht klar genug. Also versuchte ich es mit einer neuen Methode. Alexander, kannst du mir helfen? Okay. Bestimmt kann er das. Alexander, da drüben. Ich sag mal nochmal da drüben. Zack. Und jetzt zack. Hier entlang. Sieht gut aus. Gut, dass ich nützlich bin. Ich glaube, der mag uns einfach nicht so. Oh, mir fällt gerade was auf. Warte. Ah, wieder rüber. Nach vorne. Nach da. So, da habe ich mal ganz kurz nicht richtig nachgedacht. Macht das nicht Spaß? Irre Spaß. Was soll ich jetzt bewegen? Ja, sehr schön. Und das nach da. Das nach da. Ja, okay. Machen wir mal hier so. Mal wieder so. So. Das machst du toll, als wärst du dafür geboren. Oh, glaub mir. Mhm, ich kann Befehle befolgen. Was sagst du? Ich sagte, such stets das Abenteuer. Was sind wir uns ähnlich? Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Er fühlt sich jetzt wieder so ein bisschen, als wäre er halt der Sklave. Was er nicht so schön findet, wahrscheinlich. So. So, Weg nach O1 ist fertig. Gut, jetzt wird's wieder ein wenig interessanter. Okay. Noch ein. Ich glaube, es wäre wesentlich leichter lösbar gewesen, aber egal. So. So, jetzt dich nach hier. Jetzt dich nach hier, zack. 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 Und los, Alexander, du Sklave. Oh, Entschuldigung. Dumps Houston. Und zack. Aber bisher war tatsächlich erstaunlich wenig Gameplay und halt extrem viel Story, aber mir gefällt's. Es ist ein bisschen wie ein kleiner Film. Es ist schön. So, ich drück mal Escape. Ich glaube, es reicht ja schon. Wir gehen hier mal rüber, ganz gemächlich. Nimm. Fertig. Sehr schön, können wir rein. Sehr gut. Als hättet ihr nie etwas anderes gemacht. Okay, meine neue Methode war immer wieder laut Anweisungen zu brüllen. Aber ich denke, er hat etwas gelernt. Die Methode ist überhaupt nicht gut. Das muss Graham verstehen. Noch irgendwelche Befehle? Er fühlt sich dann wieder wie der Sklave, der früher bei Money war, und das ist einfach nicht gut. Dieses Rätsel war ein wenig anders. Eis auf dem Boden ließ die Blöcke auf die andere Seite gleiten. Alexander, würdest du? Ein König kann gar nicht anders als herumzukommandieren, was? Konzentrieren wir uns auf die Rätsel, Jungs. Ihr könnt es nur gemeinsam schaffen. Na gut. Finde ich nicht so angebracht, oder? Einmal gucken. Ja gut, es schlittert einmal komplett rüber. Ich sag mal so. So. So, so, so. Ich weiß, hab's verstanden. Paps und ich sind echt sowas von verschieden. Du wirst dich noch wundern, wie überaus falsch du da liegst. Weiter, Caduceus. Ich bin Caduceus, der Majestätische. Wir behandeln unseren Sohn nicht richtig, es ist. Wir behandeln ihn ein wenig als. Nee, halt mehr als Sklave, als.
als Mensch. Hier hinten ist eine Kreuzung. Warum kriegen wir die nicht? Ich hätte die gerne.